Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Mittlerweile haben wir schon 2/3 zu den 1000 Abonnenten erreicht. Das ist wirklich so extrem krass. Das erste Video hat auch schon 10.000 Aufrufe. Also euer Support in den letzten Wochen ist wirklich extrem, extrem krass. Da muss ich mich wirklich extrem bei euch bedanken. Behaltet natürlich den Support bei, wenn ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen wollt und euch die Videos ja auf dem Kanal gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Schreibt mir auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Gestern kam das Video auch nur zustande, dank euren Videovorschlägen. Es hilft mir wirklich extrem, weil zurzeit ja nicht ganz so viel beim Live-Event noch passiert. Wenn dazu natürlich Neuigkeiten kommen, dann habe ich dazu auch Videothemen. Und die Turniere laufen zurzeit nicht ganz so gut. Vor allen Dingen hatte ich letzte Woche extrem Internetprobleme. Deshalb muss ich eben halt mal etwas anderes hochladen als irgendwelche Highlights dazu. Deshalb bin ich auf eure Videovorschläge angewiesen. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich werde gleich auch schon Livestream ab 9 Uhr. So ist zumindest der Plan. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie lange. Aber ich denke mal, schon mindestens bis 12 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr dort einschaltet. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an. Heute haben wir den neuen Skin. Ich glaube, der war sogar verschlüsselt, der Skin. Der war gar nicht öffentlich eigentlich einsehbar. Trotzdem haben das Leaker tatsächlich rausgefunden. Den haben die dann trotzdem geleakt, obwohl der eigentlich verschlüsselt war. Das ist der Reinkarnation-Skin oder Redux-Skin heißt er, glaube ich, im Englischen. Dazu gibt es dann die Bionic-Sichel. Beides, oder besser gesagt, ein blauer Skin und eine grüne Spitzhacke ist auf jeden Fall in Ordnung dafür. Dann haben wir als nächstes den Fling-Skin, der war ja zum chinesischen Neujahr dieses Jahr verfügbar. Ich glaube, in der China-Version von Fortnite gab es den tatsächlich auch kostenlos. Dazu gibt es dann die Glücksäxte als Spitzhacke und die Stahlraster-Lackierung. Dann haben wir als nächstes den Schlachtenhund-Skin, dazu dann die Silberzahn-Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann noch die Experten-Skin, dann die Beast-Schützen, als nächstes dann die Schlürflackierung, ist mittlerweile ja auch in der Schlürfreihe, sieht eigentlich auch ganz nice aus. Ist natürlich keine blaue Lackierung, sondern eigentlich eine epische Lackierung, ist eben halt nur wegen der Schlürfreihe so bläulich. Dann haben wir auch eine neue Lackierung, und zwar Signalinterferenz. Die ist auch reaktiv, das heißt, wenn man schießt, dann wird die eben halt so ein bisschen, also ein bisschen in diesem Hacker-Style. So ist die ja ganz normal animiert und ansonsten glitscht das eben halt im Prinzip so ein bisschen rum. Sieht auf jeden Fall eigentlich ganz nice aus, finde ich cool, diese ganzen reaktiven animierten Lackierungen. Dann aber als nächstes noch den Gute-Laune-Gang-Emote, natürlich als Fortbewegungs-Emote und als letztes dann noch Crisscross. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schaut gerne gleich im Livestream vorbei. Würde mich freuen. Und bis dahin, ciao.